Leibniz Universität Hannover. Hier findet der Master-Infotag statt. 9 Fakultäten bieten einen Überblick über mehr als 50 Masterstudiengänge. Diese werden im Wintersemester 2012-2013 angeboten. Viele Interessierte haben sich versammelt, um sich die verschiedenen Angebote anzuschauen. Worüber sich die Besucher genau informieren können, erläutert Frau Klassen von der Zentralen Studienberatung. Es ist von jedem Masterstudiengang ein Ansprechpartner da. Das heißt, man kann von einem fachlich versierten Menschen aus dem Fach direkt Informationen zu dem Masterprogramm bekommen. Das heißt, welche Inhalte sind dort gegeben, wie sind die Zulassungsvoraussetzungen, können erfragt werden. Zusätzlich sind ja auch ganz viele weitere Einrichtungen der Uni dabei, teilweise auch außerhalb der Uni dabei. Es gibt also ganz viele Informationen auch zum Thema Finanzierung, zum Thema Auslandsstudium. Die Posterausstellung und Beratungsstände bieten einen umfassenden Überblick über das Masterangebot. Hier können die Interessierten persönliche Beratungen in Anspruch nehmen und sich über die Fakultäten, die angeboten werden, informieren. Es ist also die Fakultät für Architektur und Landschaft mit dabei, mit 3 verschiedenen Masterstudiengängen. Es ist die Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie dabei, die Naturwissenschaftliche Fakultät, Fakultät für Maschinenbau, die Juristische Fakultät, die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die Philosophische Fakultät, die Fakultät für Mathematik und Physik. Also es sind über 50 Masterstudiengänge, die hier vorgestellt werden und wir haben alle hier vertreten. Unzählige Zulassungsvoraussetzungen gibt es für die vielen verschiedenen Studiengänge. André Lennart erläutert, warum er sich gerade für diesen Master-Infotag entschieden hat. Weil ich Hannover als interessante Stadt empfinde und die haben relativ gute Schwerpunkte, die man wählen kann. Doch was kann der Besucher von dem Infotag mitnehmen? Dass es genügend Angebot gibt, dass die Uni relativ gut aufgestellt ist und dass die Dozenten relativ nett sind. Worüber sich die Interessierten genau informieren können, erläutert Jana Klassen von der Zentralen Studienberatung. Es kommen immer wieder neue interessante Masterstudiengänge dazu. Jetzt ganz neu ist zum Beispiel Windenergie, Ingenieurwissenschaften, Navigation, Umweltrobotik. Das sind sicherlich ganz innovative, neue, interessante Studiengänge. Es ist immer im Wachsen, also hier ist einfach viel Bewegung drin und wir haben einige Masterstudiengänge dabei, die auch in Rankings sehr gut dabei sind und Hannover ist einfach als Stadt sehr schön. Wer also großes Interesse an einem der vielen verschiedenen Studiengänge hat, sollte sich bewerben. Informationen gibt es unter der Internetadresse von der Uni Hannover.